höre deine Schritte. Komm ruhig her. Komm ruhig her. Fukuhila-Vampir. Ja, ja. Oh, guck mal, wer sich da auflöst. Hübsch, hübsch. Verdammt, der Fukuhila-Vampir. Zip. Wer den Kram? Mhm, So, so, ja, ja. Potema, altes Haus, wo bist du denn jetzt endlich mal? Der sitzt da einfach nur rum. Nerv nicht. Kommt da ein Skelett noch angeschissen? Das spielt doch gar nicht in der gleichen Liga wie ich und die netten Draugr-Fürsten hier. Brotfürsten. Oh, da hast du noch ein paar Tränke dir hingestellt. Das ist ja auch hübsch. Potema, jetzt stell dich doch mal. Wo bist du denn? Hinter der Tür vermutlich. Oh, guck mal, ganz viele Leichen. Die sind ja auch nett. Wer hat die denn hier hingelegt? Das war ja aufmerksam. Extra so schön drapiert. Schön. Alle leer räumen, die haben alle Geld dabei. Wahrscheinlich für die letzte Überfahrt. Das konnten sie alles dem Fährmann geben. Nicht mehr weit. Kommt, Wölfchen. Dient mir im Tode. Hast du mich schon wieder Wölfchen genannt? Ist ja unerhört. Wölfchen. Hallo? Oh nein, das kommt nicht in Frage. Wirklich nicht? Ich glaube aber schon. Zack, schon kommt das in Frage. Siehst du? Das geht rucki zucki hier. Das entscheidest du gar nicht, was in Frage kommt und was nicht. Das bin mir so ich. All das gute Gold. Also wenn ich mal sterbe, dürfte ich mir natürlich gerne Gold mit in den Sarg legen. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann behaltet es doch einfach. Da habt ihr viel mehr von. Denke ich. So, Potema, bist du hier? Das sieht doch Potema-ig aus. Für einen Sterblichen. Aber können Sie es mit meinen inneren Zirkel aufnehmen? Mal sehen. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass ich es mit deinem scheiß inneren Zirkel aufnehmen kann. Oh, was für ein beeindruckender innerer Zirkel. Schockt euch nur nicht zu früh auf die Schulter, Bro. Warum denn nicht? Oh, welch beeindruckender innerer Zirkel, ja. Der kann da gar nicht, sein Zirkel. Guck mal hier. Völlig wehrlos gegen mich. Aua. Komm jetzt schon wieder? Autsch. Potemas Überreste an dich. Das mache ich doch sehr gerne. Hui. Mann, die macht aber einen Lärm hier. Die alte. Ja, Potema, das war jetzt natürlich... Da hast du gedacht, Mensch, da hätte ich dir mal meine 5
schnoddrigen, schwachen, zerbrechlichen Skelette auf dem Hals. Und die haben dann natürlich alle den Kürzeren gezogen gegen mich, was natürlich zu erwarten war. Aber offenbar nicht von dir, sondern nur von mir zu erwarten war. Aber gut für mich, dann hole ich mal deine Überreste. So in etwa. Oh, Ektoplasma. Und Potemas Schädel. Her damit. Übergib Potemas Überreste. Stürre. Na, soll ich den jetzt noch stürren um die späte Zeit? Die Legende des Hauses Cradley. Kommt mir nicht bekannt vor. Nehme ich mal kurz an mich. Drachenschuppen Brustpanzer. Ich will nur mal gucken, ob ich von dem Buch was lernen kann oder so. Ja, schleichen. Schön, schön, schön. Ich schleiche doch so gerne. Manchmal. Kommen wir hier hin? Wo kommen wir denn da hin? Wenn wir hier rausgehen. Wo kommen wir da hin? Schneid das hier rein. Das ist, wenn die Leute mal eben reinschneiden, dann sieht das hier so aus. Guck. Aha. Ein Lederhelm, den keiner braucht. Toter Draugr, den keiner braucht. Noch einer, den keiner braucht. Du bist mir auch so ein Todesfürst. Da sitzt ja gemütlich rum. So, was passiert, wenn ich den Lederhelm da wegnehme? Nichts. Ich dachte, da ist noch eine Falle oder so. Nanu? Wo sind wir denn hier? Oh, eine Truhe. Okay. Ach, guck mal, da unten ist das Schiffchen, das wir vorhin leer geräumt haben. Ja, Mensch. Da sind wir ja einmal so unter der Stadt hindurch gekrochen. Und ich stürze mich gleich zu Tode. Nö, geht eigentlich. Oh, Blumen. Oh, mehr Blumen. Dann müssen wir wieder zurück ins Städtchen, wa? Dann nehmen wir mal den kurzen Weg über die Schnellreisfunktion. Dafür ist die ja da. Damit man schnell mal ein bisschen Reis essen kann zwischendurch. Gut, dann reisen wir zunächst zu Stürre. Der freut sich bestimmt riesig. Warte, können wir hier noch schnell was handeln? Angelines Aromalädchen. Wir haben doch so viele Tränke, die wir sie doch sicher haben. Hier findet eigentlich jeder etwas. Hm, klar, natürlich. Ich hoffe, eure möchte auch investieren in euer Geschäft. Mit dem zusätzlichen Geld kann heute Abend werde ich die Bestellungen bei meinen Liefer. Das finde ich so super also von dir, Bestellungen aufgeben und so. Zutaten interessiert? Ja, total. Guck hier, das willst du gerne haben und das und das. Hier, nimm dies und das und jenes und dann hast du nicht mehr genug Geld. Du hast ja gar nichts. Denkt an mich. Dafür nehme ich deine scheiß Libelle mit. Dass sie das mal lernt. Als hoher Priester der acht Göttlichen heiße ich euch willkommen. Ich muss zu Stürre, ich habe gerade keine Zeit. Stürre mich nicht. Ich bin schneller als du, du bist Kind. Störe. Habt ihr euch verlaufen? Störe, altes Hauses. Rate doch mal, was ich dir mitgebracht habe. Ihr seid zurückgekehrt. Ich hoffe, ihr wart erfolgreich. Ich warte immer erfolgreich. Hier, ein Schädel, nur für dich. Diese Dinge gelingen doch immer irgendwie, sobald sie nur jemand in die Hand nimmt. Ich werde die Überreste reinigen. Sehr gut. Am besten in Essig kochen. Falls nicht deutlich sagt, Einsamkeit schuldet euch großen Dank. Ach, das weiß ich schon von alleine, dass ihr mir alle großen Dank schuldet. Ich nehme mal deinen Knoblauch mit hier, der sieht gut aus.
Knoblauch. Dann hole ich mir noch mein Dankesgeschenk von Falk ab. Der hat hoffentlich was Schönes für mich. Wehe, wenn nicht. Guck, jetzt sieht man auch mal, warum der blaue Palast heißt. Wegen der blauen Dächer. Oh, Falk Feuerbart, ich habe euer aller Ärsche gerettet. Oh, gib mir eine Belohnung. Ich räume gerade etwas auf. Belohnung. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ich habe mich um Potema gekümmert. Ihr habt heute eine große Tat vollbracht. Mhm. Egal, wen man im Krieg unterstützt. Potema wäre eine große Plage für beide Seiten gewesen. Ich weiß. Ohne euch wäre das eine Katastrophe. Wie die sich erstmal dazwischen drängt. Ich hätte Varnius warnenden Worten Gehör schenken sollen. Varnius warnende Worte. Die Alliteration des Tages. Hier ist euer Lohn. Der Jarl würde euch gern danken. Aber Potemas Rückkehr sollte unbedingt geheim bleiben. Ich hätte aber auch gern ein Danke vom Jarl. Dass wir euch als einen Schutzengel von Einsamkeit. Ich bin Schutzengel? Mhm. Beeilt euch. Ich habe wenig Geduld für banale Belange. Du hast dich in das Gespräch reingedrängt. Und Weisen mit Menschen umgehen. Nur wenige davon sind angenehm. Bitte wendet euch mit allen Fragen an den Vogt, Falk Feuerbart. Bollgeier Bärenklaue. Es ist meine Aufgabe, für die Sicherheit des Jarls zu sorgen. Ja, ja. Das Kindermädchen für Speichellecker wie euch zu spielen. Hast du mich gerade einen Speichellecker genannt? Arschkrampe? Na, warte. Der kriegt noch sein Fett weg. Oder sein Schmalz könnte er auch wegkriegen. Oder seine Butter. Habe ich jetzt noch mehr hier zu erledigen? Oh, da drin ist noch ein Stein von Barentia. Hätte ich ja gleich drin bleiben können. Den kann ich ja noch schnell mitnehmen. Wo ich eh schon mal hier bin. Das wäre dann schon der 18., glaube ich, wenn ich mir nicht täusche. Und ich täusche mir relativ selten, es sei denn, es geht um Pronomen. Da hinten irgendwo. Hier? Im Küchenquartier? Ne, wahrscheinlich eher eine Etage höher. Ah, da geht's hoch. Guck. Guck, guck. Ah, die Gemächer des Jarl. Beziehungsweise der Jarl. Guckt auch keiner? Meins. Yes, 18. Wuhu, 18. Wuhu, Gold. Wuhu, mehr Gold. Fauler Milchtrinker. Ja, bin ich fertig. Elfenwaffen für ihre Armeen, Sir. Elfenmaterial, aber von schlechter Qualität. Wie das meiste, das wir von ihnen bekommen. Schon schaurig, sich all diese Truppen mit Elfenwaffen ausgerüstet vorzustellen. Schaurig. Da kann man froh sein, dass sie eine halbe Welt weit weg sind, nicht wahr? Da kann man richtig froh sein, ja. Gut, dass du das angesprochen hast. Ich habe schon 18 Steine von Barentia, fehlen noch 6. Aber zuallererst müssen wir noch zum guten General Tullius, wenn ich das richtig sehe. Richtig? Hallo? Ja, melde dich bei General Tullius. Muss ich mich extra melden? Platz da aus dem Weg, ich bin wichtig. Viel wichtiger als ihr. Weg da. Komm schon, mach Platz. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich muss zum General, er erwartet mich. Vermute ich. Mon General.
Komm schon, General, wo bist du, du altes Wiesel? Ach, direkt voraus, ja, praktisch. Hey, was läuft? Es war ein großer Erfolg, die Kontrolle über Riff zu erlangen. Das weiß ich wohl. Ulfric ist jetzt bestimmt ganz schön nervös, da wir direkt vor seiner Haustür sitzen. Da wäre ich auch nervös an seiner Stelle. Jalmarsch ist eine wichtige Pufferzone zwischen den Rebellentruppen und der Hauptstadt. Ulfric wird früher oder später versuchen, dort einzufallen. Wie läuft denn der Krieg so eigentlich? Wir werden Ulfric schon bald aus Windhelm vertreiben. Und dann habe ich seinen Kopf auf dem Silbertablett. Oh yeah. Ja, was muss denn eigentlich so getan werden, um den Krieg zu beenden? Ulfric Sturmmantels Kopf, der von seinem leblosen Körper wegrollt. Das klingt poetisch. Wie läuft denn der Krieg so? Es gibt dort zwar nicht viel, aber wenn wir Winterfeste zurückerobern können, sollte unsere Nähe zu Windhelm Ulfric unruhig machen und ihn dazu zwingen, Truppen in seiner Heimat zu postieren. Das sollte ihn wohl dazu zwingen. Was macht denn so die kaiserliche Armee eigentlich in Himmelsrand? Die Armee war schon immer da. Schon immer? Sorgten wir nicht für Ordnung, breche in den Provinzen Barbarei und Gesetzlosigkeit aus. Sorgten insbesondere bräche. Insbesondere in Himmelsrand. Nehmt zum Beispiel Ulfric Sturmmantel und seine kleine Rebellion. Ihr könnt jedoch sicher sein, dass seine Tage gezählt sind. Oh ja, dafür sorgen wir doch schon. Habt ihr denn eigentlich immer in Himmelsrand gelebt? Oder ich komme der ursprünglich aus Sirodiil. Aus einem Krokodil kommst du? Ich werde oft an Orte geschickt, an denen es Probleme gibt. Nun, ich bin mir zwar sicher, dass das alles schrecklich interessant für euch ist. Ist es? Aber ich habe gerade etwas Wichtiges zu tun. Ach so, ja, dann, warte, ich hab doch auch, wie läuft der Krieg? Indem wir im Besitz von Falkenring sind, kontrollieren wir den Zugang zu Reach, Weißlauf und Rift. Ulfric wird bald einen Angriff versuchen. Wir sind hier, um ihn aufzuhalten. Ach, sind wir das? Wie lauten eigentlich meine neuen Befehle, Sir? Ihr werdet in Winterfeste gebraucht. Meldet euch dort bei unserem versteckten Militärlager. Okay. Jawohl, Sir. Für den Kaiser. Für den, Führer. Kaiser. Na, dann werden wir Winterfeste zurückerobern, so wie das aussieht. Schön, 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 schön. Kann man ja nicht oft genug machen, sowas. Und bald sitzen wir dem guten Ulfric direkt an der Kehle. Wartet. Was? Ich kenne euch doch. Ach, du immer mit deinem Wartet. Worauf soll ich denn warten? Ich kenne euch doch. Warte, ihr begeht einen Fehler. Ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Warte, gehöre zur Gilde. Ihr habt mich gefangen. Ich würde eher sterben, als ins Gefängnis zu gehen. Also mein Kopfgeld ist ein Goldstück. Ja, bezahle ich das mal, oder? Dann bin ich das los. Ihr habt mich gefangen, ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Ein Goldstücke. Ich konfisziere all eure gestohlenen Waren. Ach, stimmt ja, der nimmt dann auch meine gestohlenen Waren ab. Naja, jetzt sind sie weg. Aber ich hatte gar keine gestohlenen Waren. Hm, ja, schön. Wir sehen uns. So ein Senfminister, Alter. Ist ja schlimm. So, erobere Winterfeste zurück. Da ist das Militärlager. Nee, da war ich noch nicht. Dämmerstern. Finde Helas Torheit. Ach so, da soll ich noch einen Helm von Winterfeste nämlich finden. Ja, gehe ich da doch nochmal schnell hin. Wenn ich da schon bin, dann kann ich ja auch den Helm da enthelmen. In Helms Helm. 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 Hier ist also ein Helm. Wo? Sind hier nur Edelsteine? Der legt sich erstmal hin. So, nee, das wollte ich. Nee, das auch. Ich mache hier nur so. So, so. Finde den Helm von. Okay, der ist etwas hinter mir. Hast du den hier versteckt? Der hat den doch bestimmt in seiner Truhe. Helm von Winterfeste. Und der hat den hier einfach rumliegen. In seiner Truhe. Dafür nehme ich seine Statue mit.